Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ich kann auch für die Freien Demokraten sagen, dass wir auch den sozialdemokratischen Frauen sehr dankbar sind, die das damals umgesetzt haben, dass wir jetzt die Chance haben zu wählen. Und wir hatten ja damals, organisiert von Taylor Wernstedt, auch eine schöne Veranstaltung zu dem Thema, wo wir das auch historisch aufgearbeitet haben. Und ich finde, da profitieren wir alle noch von. Im Rückblick gab es jetzt relativ viele Fernsehsendungen, die auch mal in die BRD der 60er geblickt haben. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausschnitt aus der Tagesschau damals gesehen haben. Ging es auch ums Frauenwahlrecht. Da gab es dann Äußerungen, Frauen gehören an den Topf. Und das wäre ja total nett, wenn die jetzt das Wahlrecht bekommen würden, weil sie würden ja sowieso immer verlieren gegen die Männer. Und deswegen wäre das ja eine große Gnade, dass sie das jetzt bekommen könnten. Und nicht zu vergessen, viele frauenpolitische Errungenschaften. Auch Anfang der 90er war Vergewaltigung in der Ehe eben noch nicht strafbar. Also das heißt, wir bewegen uns noch gar nicht in so einem Feld, was historischen großen Zeitraum abbildet. Und da sollten wir auch immer drüber nachdenken, dass viele Errungenschaften noch gar nicht so alt sind, die wir tatsächlich haben. Ich würde gerne zwei Themen beleuchten zu dem Thema Paritätgesetz. Zum einen würde ich gerne auf die Parlamentsarbeit eingehen, die wir im Prinzip auch hier haben. Ich erinnere an Ihre Kollegin Katrin Bahlmann. Ich finde, Politik ist, in dem sind viele Termine und viele Ausschusssitzungen und auch die Parlamentssachen sind nicht familienfreundlich und auch nicht freundlich für Frauen, die es machen können. Wir haben im Vorfeld ein bisschen recherchiert, was es denn in anderen Parlamenten so gibt, weil ich einfach finde, wir haben noch ganz viele Aufgaben überhaupt nicht gelöst, bevor wir uns mit der paritätischen Besetzung beschäftigen, haben wir noch ganz viele Hausaufgaben, die wir eigentlich machen müssten. In England gibt es zum Beispiel eine neue Regelung, da können stillende Mütter später abstimmen. Das heißt, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, sie können in dem Moment nicht abstimmen, sie können raus. Es gibt ja auch nicht die Möglichkeit einer Elternzeit. Es gibt auch Parteien in sich, haben unfreundliche Sitzungen für Familien. Also wir haben noch ganz viele Aufgaben einfach gar nicht erledigt, die wir erledigen könnten. Und da müssen wir einfach rangehen, wenn wir tatsächlich mehr Beteiligung von Frauen wollten. Und da ist eine ganze Menge möglich. Die einzige Partei, die es ja wirklich für sich verinnerlicht hat, die haben das wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen, das sind die Grünen. Die anderen, wo ich natürlich uns auch dazu zähle, aber da ist das wirklich auch prozentual, es sind die Grünen die einzigen, die es wirklich auch durch ihre ganzen Listen durchziehen in dem Sinne. Sie sehen ja und Sie haben die Problematik ja auch schon angesprochen, es gibt das Problem mit den Direktwahlkreisen, es gibt die Listen, die aufgestellt werden müssten. Die Listen, die aufgestellt werden müssten. Wir haben uns als FDP ja auch Gedanken darüber gemacht, wie wir mehr Frauen in die Partei bekommen. Wir sind aber auch den verfassungsrechtlichen Bedenken nicht abgeneigt zu sagen, wir haben Listenaufstellung innerhalb von Parteien. Das heißt, da gibt es Menschen, die gehen zu Wahlversammlungen und lassen sich aufstellen. Wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass, wenn der Wähler unsere Partei nicht mehr wählen möchte, weil er findet, wir haben keine paritätische Besetzung oder wir haben zu wenig Frauen drin, dann ist es Aufgabe der Wähler, das zu entscheiden. Unsere Aufgabe als Partei ist es tatsächlich, sich Instrumente zu überlegen, wie man damit umgeht und mehr Frauen in die Politik eben bekommt. Und ich finde, da ist noch lange nicht auch bei allen anderen Parteien das Ende der Fahnenstange erreicht von den Dingen, die man machen kann. Und deswegen bin ich dagegen, jetzt auch über Paritätgesetzgebung zu sprechen. Wir können uns ja mal angucken, wo das herkommt aus Frankreich. Im Jahr 2000 hatte die französische Nationalversammlung nur 11% Frauen, in der Wahl davor 5%. Parität führt nicht automatisch zu einer paritätischen Besetzung. Die haben jetzt 38,6% Frauen drin. Und das haben sie im Prinzip nur geschafft, weil Macron mit 47% Frauen eingezogen ist. Und die zahlen ja auch, es gibt diese Möglichkeit eines Ablasshandels. Das heißt, wenn man tatsächlich nicht die Frauen findet, die, dann kann man eben Geld dafür bezahlen. Also ich finde nicht, dass eine gesetzliche Regelung von oben eine Lösung ist der paritätischen Besetzung für Parlamente. Wir haben alle Hausaufgaben zu erledigen. Und da gibt es noch eine Menge, was wir alle tun können, auch als Parteien, um dafür zu sorgen, dass eben mehr Frauen in die Politik gehen. Persönliches Beispiel, ich habe mein Kind gekriegt und bin 4 Wochen später in den Rat der Stadt Hannover gewählt worden. Ich durfte mein Kind mitnehmen in den Ratssaal. Ich kann mich aber durchaus an Diskussionen erinnern im Jahre 2009, als Judith Skudeli für die FDP eingezogen ist und genau das gleiche Problem hatte. Was gab es für Diskussionen, ob sie das Kind mit in den Bundestag nehmen darf? Das finde ich, da muss man sich auch mal Gedanken machen. Was war es für, wurden da für Kämpfe gefochten, dass es möglich war, dass sie ihr Baby mitnehmen kann? Und da müssen wir doch alle dran arbeiten. Auch diese ständigen Abendsitzungen innerhalb der Parteien, das sind alles Aufgaben, die können wir vor Ort erledigen. Dafür brauchen wir keine Weisung
von oben und irgendwie eine andere Gesetzgebung. Ich finde, wir haben doch noch eine Menge Hausarbeiten nicht erledigt und da müssen wir alle dran arbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, wir Freien Demokraten tun das. Es gibt bei uns ganz kontroverse Debatten über das Thema. Es gibt sogar die kontroverse Debatte zu sagen, wir brauchen eine Anschubquote. Das heißt, das Thema läuft, wir beschäftigen uns damit und machen wir doch bitte erstmal unsere Hausaufgaben zu Hause, bevor wir danach rufen, dass der Staat wieder von oben was regeln soll. Vielen Dank.